Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin in Berlin im Range einer Staatssekretärin. Und ich lebe seit 2007 hier in Berlin und ich bin sehr glücklich hier. Man muss sich vorstellen, Berlin liegt mitten im Urstromtal, ist umgeben von unglaublich viel Grün und viel Wasser. Und am besten stellt man sich so eine T-Figur vor, ein großes T, das so schräg vor einem liegt. Und von links oben nach rechts unten sich dieses Haupt-T entwickelt. Und dort drin liegen die Hauptflüsse in diesem Urstromland, primär die Spree und andere Flüsse. Und im oberen Querbalken, da liegt die Havel, im Süden mit dem Wannsee, im Norden oben mit dem Tegeler See. Und auf der anderen Seite, also nicht auf dem T oben, sondern in diesem Mittelbereich, unten liegen dann der Müggelsee und die Dahme. Und rechts und links von diesem T sind zwei Erhöhungen und die muss man sich aber vorstellen, dass die nicht sehr hoch sind. Also im Grunde genommen ist Berlin für eine Schweizerin absolut flach, Topf eben. Und wenn man sich dann näher an diese Stadt heranwagt, also sich der Stadt nähert, dann erkennt man, dass sie auch im Innern relativ grün ist. Sie hat immer wieder grüne Inseln. Und sie ist im Grunde genommen aufgeteilt in ganz, ganz viele unterschiedliche Zentren. Und das ist auch das, was man sich vorstellen muss. Das ist eigentlich ein Riesenteppich, der ist grün. Und in diesem grünen Teppich sind unterschiedliche Stadtzentren, mal größer, mal kleiner, entwickeln sich. Und die sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Also Berlin kann absolut ländlich sein. Berlin kann aber auch sehr großstädtisch sein, am Alexanderplatz, in der City Ost treffen wir viele Hochhäuser an, das gleiche ist dann auch in der City West. Also in meinen Kiez, in Charlottenburg-Wilmersdorf, hat mich der Zufall hingezogen. Ich musste innerhalb von 2 Wochen eine Wohnung finden, musste aber unerkannt bleiben und ja, es hat sich einfach ergeben, war die zweite Wohnung, die ich mir angeguckt habe und ich dachte, ja, das ist ein super Kiez, an meiner Straße, an der ich wohne und lebe, da hat man lebendige Erdgeschossnutzungen, also wirklich noch so den Kiezbäcker und den Kiezmetzger und die Kiezbuchhandlung und den Weinladen und Restaurants und 2, 3 Kleiderläden, aber also kein einziger Laden von einer Kette. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dieser Kiez hat auch in unmittelbarer Nähe, also wenn ich joggen gehe, 5 Minuten und dann bin ich im nächsten Park und dann kann ich dort joggen. Das war mir auch wichtig, also dass ich noch so einen Teil Natur in der Nähe habe, mich bewegen kann. Ich habe 3 U-Bahn-Stationen in meinem Umkreis, also ich bin bestens versorgt. Und was ich auch schätze an meinem Kiez, dass er einen Lieblingsplatz hat, den ich nach 1, 2 Tagen entdeckt habe, zu dem gehe ich immer, natürlich in einer schönen Kirche mitten drauf. Ja, Baukultur ist so ein Allerweltswort. Und kürzlich hat mir eine befreundete Architektin hat mir erzählt, dass der große Gottfried Böhm, erzählt hat, dass sein kleiner Sohn ihn mal gefragt hat, was ist Baukultur? Und er hat seinem Sohn gesagt, also wenn ich jetzt das so im Mundart sage, das ist, wenn das Herz aufgeht.
Also das ist, wenn dir das Herz aufgeht, wenn man einen Raum betritt und man einfach denkt, wow. Und für mich ist Baukultur ganz, ganz vieles. Es beginnt im Grunde genommen beim Gespräch über das Planen und Bauen. Bei der Frage, ob ich jetzt hier als Senatsbaudirektorin top-down einfach bestimme oder ob ich mit ganz, ganz vielen Akteuren Stadtentwicklungsthemen bearbeite und bespreche. Stadtplanung ist explizit eine Profession mit geteilten Autorenschaften. Da gibt es die Auftraggeberseite, da gibt es den Nutzer, die Nutzerin, da gibt es den Bürger, die Bürgerin, die das dann aushalten müssen, was da entsteht. Da gibt es natürlich die Architekten und Architektinnen, die Planerinnen, die Professionellen, die das, was man miteinander bespricht, das, was man als Programmierung abmacht, die das dann umsetzen. Und das ist der erste Schritt zu Baukultur. Und Baukultur kann aus meiner Sicht nur entstehen, wenn man permanent im Dialog bleibt. Von ganz, ganz Anfang bis am Schluss, bis zum fertigen Bauwerk. Und sobald es natürlich um größere Eingriffe geht, dann ist Baukultur vor allem auch das Zusammenspiel von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Professionen. Zu Baukultur gehört die ganze Thematik des Klimaschutzes, der Nachhaltigkeit, der sozialen Nachhaltigkeit, also wie sozialverträglich ist es. Es gehört also nicht nur gemeinhin die Frage der Schönheit dazu, sondern zum Beispiel auch das Zusammenspiel einer inneren Struktur, einer Bauaufgabe, wie sie in eine Tragstruktur umgesetzt wird, wie diese Tragstruktur sich nachher äußert und umsetzt in einer Fassade. Also dass eben die Dinge zusammenhängen, und für mich ist eine richtig gute Planung, eine Planung, die auf ganz, ganz viele Fragen ein, zwei Antworten gibt, die eben synergetisch sind. Als ich nach Berlin kam, hatte ich überhaupt keine Freunde oder Bekannten oder persönliche Anknüpfungspunkte. Für mich war der Anknüpfungspunkt jeder Mensch, dem ich begegnet bin. Und da habe ich gelernt, nochmals auf eine ganz andere Weise zuzuhören, weil ich am Anfang in ganz vielen Situationen war, in denen ich mich überhaupt nicht ausgekannt habe. Ich habe nur verstanden, also hier sitzt irgendein Bär oder ein Ungetüm unter dem Tisch und da ist ein Riesenstress und Druck und tausend unausgesprochene Worte, aber ich hatte keine Ahnung, was hier unausgesprochen war. Alle anderen, die da saßen, wussten ganz genau, was hier nicht ausgesprochen wurde. Und da habe ich gelernt, die Antennen ganz weit offen zu haben und beinahe zu erspüren, um was es hier gehen könnte. Also, damit will ich sagen, zuhören ist der Schlüssel zur Moderation und zur auch Konfliktauflösung. Sich auf die andere Seite setzen und sich in den anderen hineindenken und herausfinden, in welcher Situation ist jetzt dieser Bürger, der Angst hat, in welcher Situation ist dieser Investor, der in ein Risiko geht, in welcher Situation ist jetzt diese Denkmalpflegerin, die einen Bestand schützen will, in welcher Situation ist auch der Bezirksbürgermeister, der irgendwie eine politische Position verlieren könnte. Und gleichzeitig ist es aber wichtig,
wenn man diese Moderation macht, wenn man versucht zu verstehen, woher jeder kommt, den allen Leuten, die an einem Projekt beteiligt sind, auch begreiflich zu machen, dass das ein enormer Gewinn ist, diese unterschiedlichen Positionen, weil es ein wahnsinniger Wissensgewinn ist. Ja? Berlin ist besonders schwierig, weil im Grunde genommen jedes Projekt, jeden Ort, an dem man arbeitet, der ist verbunden mit Schuld, mit Leid, mit Gewalt, mit Ideologien, mit unterschiedlichen auch politischen Erfahrungen. Diese Ost-West-Thematik ist unglaublich präsent. Ich finde, sie ist präsenter in den Projekten als das ganze Trauma der Nazi-Zeit. Es ist manchmal auch schwierig, weil man einfach damit umgehen muss, dass ein ganz, ganz großer Teil von Intelligenz, von Kulturübermittlung einfach ausgerottet wurde. Dass man an vielen Orten quasi zuerst wieder etwas aufbauen muss. Und das ist auch leidvoll und schmerzhaft. Und ich glaube, es ist wirklich ein Vorteil, wenn man von außen kommt, obwohl es am Anfang wahnsinnig schwierig ist. Aber nach einer gewissen Zeit hat man den großen Vorteil in Berlin, oder ich hatte den, dass ich weder aus dem Osten noch aus dem Westen kam. Und mir haben einfach die Leute wahnsinnig viel erzählt. Sie hatten Vertrauen in mich. Und ich konnte diesen Graben, und es gibt einfach einen enormen Graben zwischen Ost und West, das kann man nicht wegdiskutieren. Ich glaube, ich konnte das auch ein wenig zusammenführen, nochmals auf eine andere Art. Und vor allem dieses Gefühl, dass eben der Westen auch den Osten quasi übernommen hat, in sich aufgenommen hat und auch ganz viel an Kultur quasi verwischt, ausgewischt wurde. Also ich glaube, da konnte ich so ein Gegengewicht geben. Und ich glaube, das hat dieser Stadt auch gut getan. Und ich war das aber alles überhaupt nicht gewohnt von Zürich. In Zürich gibt es keine ideologischen Diskussionen. Man diskutiert über innerarchitektonische Themen, man diskutiert natürlich auch über Themen wie soziale Auswirkungen etc. Aber es ist eine viel stärker fachlich fokussierte Diskussion, und hier in Berlin hat man über Glas und Stein diskutiert. Das hat mich eigentlich total erschüttert. Ja, ich hatte so das Gefühl, das ist ja gar keine fachliche Diskussion, die man hier führt. Und dann habe ich verstanden, aha, das geht alles viel, viel tiefer, das ist alles viel komplizierter und es braucht alles viel, viel mehr Zeit, weil man eben ganz viel Geschichte aufarbeiten muss. Und das bewundere ich an diesem Land. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich einbürgern habe lassen. Dieses Land, das so viele Brüche, zerstörerische Brüche, aufgearbeitet hat und sie immer noch aufarbeitet, das finde ich auch mit einer Akribie, die manchmal fast ja, schmerzt, das finde ich schon beeindruckend. Dass sich Städte wandeln, das ist was Normales. Das, was wir jetzt gerade erleben und natürlich durch die Corona-Pandemie wie nochmals ein Tick beschleunigt oder so situativ vorweggenommen. Ja. Wir haben einfach Wochen erlebt, da waren keine Menschen auf der Straße und vor allem waren alle öffentlichen Orte, Innenräume, die waren einfach zu. Und was das mit einer Stadt macht, das ist schon erstmal erschreckend. Und gleichzeitig bin ich absolut überzeugt, dass quasi die Kraft des Menschen
Also diese Kraft, dass man ein soziales Wesen ist, dass man sich treffen will, die ist so stark, dass man einfach andere Formen finden wird. Wenn das nicht mehr das Warenhaus ist, dann wird es was anderes sein. Und ich sehe zum Beispiel im Moment eine große, große Verbindung zwischen der Frage des Klimawandels und der Frage, wie wir öffentlichen Raum nutzen. Und ich fange mal an bei der Veränderung der Mobilität. Dadurch, dass wir einfach davon ausgehen können, dass die traditionellen Straßenräume, so wie wir sie heute erleben, dass die sich je länger, je mehr in Aufenthaltsräume transformieren, weil wir auch zum Beispiel das Konzept der Schwammstadt weiterverfolgen, weil wir natürlich weniger Umweltverschmutzung haben, weniger Verkehr auf den Straßen. Es wird diesen klassischen zum Beispiel Blockrand, der sich im Innern quasi eine Oase schafft und im Äußeren pulsiert das Leben, dieser Blockrand wird umkonnotiert werden. Das erlebe ich jetzt gerade im Schumacherquartier, wo wir darüber nachdenken. Ich will damit sagen, die klassischen Verkehrs- und Bewegungsräume werden zu Aufenthaltsräumen. Wir werden mehr klimatische Massivereignisse haben, Starkregen, wahnsinnig viel Sonne. Das heißt, wir wollen draußen sein, wir können vielleicht sogar mehr draußen sein, weil es wärmer wird. Wir brauchen aber Schatten und Schutz vor Regen etc. Also müssen unsere Erdgeschosse anders aussehen. Also werden wir je länger, je mehr diese Erdgeschossnutzung oder diese öffentlichen Räume weiter erhalten. Da werden wir vielleicht hybrid diese Erdgeschosse nutzen. Wir werden sie für Arbeiten und Wohnen nutzen. Es wird vielleicht nicht mehr alleine der Kommerz sein, sondern es werden diese gemeinwohlorientierten Nutzungen sein. Die werden dort Raum finden, weil einfach diese Erdgeschosse nicht mehr zu so hohen Preisen vermietet werden können oder verkauft werden können, etc. etc. Also ich versuche an einem Aspekt zu erklären, dass immer wieder ganz, ganz viele Dinge miteinander zusammenhängen und das verändert unsere Städte so sehr. Und die Menschen, die auf die Straße gehen, ja, für den Umweltschutz, die spüren das natürlich, dass wir dringend, dass wir in einem Umbruch sind und jetzt diese wirtschaftlichen, ökonomischen Veränderungen, die im Gange sind, das spürt man, die kommen eigentlich zu einer sehr passenden Zeit. Und ich finde auch immer gerade Berlin, diese Stadt, diese Metropole, die im Gegensatz zu anderen europäischen Städten die Chance hat, im 21. Jahrhundert, wo wir so viel wissen über die nötigen Veränderungen und auch die Technologien haben und sie entwickeln, da können wir 15 neue Stadtquartiere entwickeln. Wie fantastisch ist denn das? Wir können das alles anwenden und da hoffe ich einfach, dass auch alle, die jetzt so oft auch gegen diese neuen Entwicklungen sind, nichts Neues in der Nachbarschaft wollen, dass wir das vermitteln können und dass auch der Ehrgeiz bis in die obersten politischen Spitzen so groß ist, dass man wirklich diese Chance packt. Und Berlin, was mal so dieses ja, hippe Berlin war, vielleicht ist das in 15 Jahren die Vorzeigestadt des 21. Jahrhunderts. Einerseits glaube ich schon, dass wir uns überfordert fühlen angesichts der Herausforderungen und angesichts der Tatsache, dass wir wirklich unseren Planeten ausgebeutet haben und es nicht mehr viel auszubeuten gibt und dass es eigentlich schon wirklich zu spät ist, wenn wir nicht sofort handeln. Also ich glaube, dort ist eine Überforderung
Und gleichzeitig ist der Mensch halt nun mal so. Wir brauchen einfach Druck, dass wir Dinge verändern. Wir sind ein träges Wesen auch. Und also ich persönlich suche dann immer den Austausch mit anderen, die aus anderen Professionen Dinge wissen. Ja? Und jetzt bin ich zum Beispiel in dieser Initiative Bauhaus der Erde. Da bin ich bewusst beigetreten, weil ich da einen Kreis habe von sehr, sehr klugen Leuten, mit denen man quasi jetzt eine neue Generation nachziehen kann. Also das sind ja, also die jungen Menschen sind ja die, die das jetzt vorantreiben müssen. Und wir Älteren, die noch in gewissen, ich sage jetzt mal, einflussreichen Positionen sind, wir können noch helfen, dass diese wichtigen Themen zum Beispiel eben jetzt auf Europaebene ankommen. Das ist uns ja jetzt schon gelungen. Und damit diese jungen Menschen, die auf die Straße gehen und unglaublich viel Wissen haben, denen mehr Durchsetzungskraft zu geben. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die man hat, wenn man aus einer vergangenen Zeit kommt und auch nicht mehr so viel Zukunft vor sich hat. Und ich finde, das Zweite, was ich einfach sehe, ist, auch wenn ich überfordert bin, dieses Globale alles zu lösen, da muss ich bei mir in meinem Maßstab beginnen. Und ich muss das Projekt, oder jetzt, ich sage jetzt mal, das Projekt Berlin-Brandenburg, das kann ich sagen, okay, da kann ich täglich was tun. Und da kann ich in Reflexion dessen, was mir weitere kluge Menschen an Input geben, das kann ich täglich immer wieder versuchen, besser umzusetzen. Und ich muss es auch als Lernprozess sehen. Und ich muss auch akzeptieren, dass ich komme jetzt zum Beispiel wieder auf dieses Schumacher-Quartier zurück, dass ich noch vor 5 Jahren dachte, ja, es reicht jetzt, wenn wir hier Schwammstadt machen und Grün und Mobilitätshubs etc. etc. Und jetzt sind wir aber am Punkt, wo ich sage, es muss einfach ein Cradle-to-Cradle-System sein, mindestens. Und wir wollen da eine Bauhütte machen und wir wollen jetzt den Technologiestandort, den wir dort entwickeln, mit dem Quartier verbinden, den Holzbau dort vorantreiben. Da mache ich wieder etwas für die ganze Region, für die also Industriepolitik auch, die aber nachhaltige Industriepolitik ist. Und ich errichte gleichzeitig ein Modellquartier, was nur aus Holz gebaut ist. Und dann bin ich vielleicht einen Schritt näher bei diesem Recycling-Gedanken und dass ich das von der nachhaltigen Forstwirtschaft bis zum Rückbau denke. Und das meine ich. Ich darf mich nicht schrecken vor der Überkomplexität, sondern ich muss immer akzeptieren, dass ich maximal 70% von dem, was ich alles lösen müsste, lösen kann. Aber wenn ich gar nichts mache, dann bin ich bei 0%. Und das ist einfach keine Alternative. Manchmal habe ich so wie so ein Bild, dass eigentlich so die Freiräume am Boden, also quasi die Erde, der Boden ist ja wirklich endlich. Das ist das, ich glaube, das Wichtigste, was die Menschen verstehen müssen. Und ich habe manchmal so eine Vorstellung, dass Berlin in 2070, wenn es wirklich weiter wächst, hochverdichtete so Inseln sind und dazwischen sind riesige Grünräume, also dass sich quasi so wie so ein Archipel-Gedanke
Und dass ich eigentlich diese Inseln, die in sich ziemlich autark funktionieren, dass die sich auch durchaus weiterentwickeln in das heutige Brandenburg. Also dass Berlin, dass es gar nicht mehr so diese Megacities gibt, sondern dass sich das noch viel stärker in Mittelstädte-Clusters entwickelt, so mega Höfe mitten im Grünen und dass in diese dazwischenliegenden Landschaftsräume sehr nahe natürlich diese großen Quartiere, das wären dann die neuen Kieze, dass die versorgt werden, sehr, sehr nahe. Und dass im Grunde genommen der ganze Warenverkehr und all das Zeug, das ist sowieso nur noch über den Luftraum, weil einfach der Boden ist viel zu kostbar, um ihn für Mobilität zu nutzen. Ja, und dass die Menschen quasi, ja, dass eigentlich der Boden, der Fußabdruck für das Gebaute möglichst klein ist und dass überall Menschen in diesen wunderbaren Freiräumen da herumwuseln und ja, dass jeder da selber wieder gärtnert etc. Und dass man auch längst dazu übergegangen ist, dass jeder Mensch einfach zwei Berufe hat, nämlich die Eigenversorgung und dann noch Fremddienstleistungen, für die er besonders ausgebildet ist. Also das, was man nicht selber tun kann, dass man das nach wie vor natürlich, ja, wird immer noch Ärzte geben und es wird vermutlich vielleicht tatsächlich immer noch Architektinnen geben. Ich habe eine Zeichnung gemacht. Das ist für mich eine Zeichnung. Und für mich ist, ich habe mir überlegt, was ist eigentlich mein Lieblingshaus so in Berlin? Und da bin ich ganz schnell auf die Waldsiedlung von Bruno Taut gekommen. Einerseits, weil ich da oft vorbeifahre, wenn ich im Sommer, ja, ich schwimme gern und dann gehe ich schwimmen. Und gleichzeitig ist es aber auch, sind diese Siedlungen der Moderne etwas vom Ersten, was ich besucht habe, als ich noch Architekturstudentin war, also als ich noch nicht hier gelebt habe. Und für mich zeigt diese Zeichnung eigentlich das, worauf es in der Architektur ankommt, dass man nämlich das Architektur in jedem Moment an das Tun und an den Menschen denkt. Und das sieht man hier wunderbar. Also man kommt auf das Gebäude zu und dann hat es eine kleine Schwelle, die mir anzeigt, ich verlasse jetzt den öffentlichen Raum und gehe so in eine Zwischenzone, dann gibt es hier ein schönes Vordach. Und wenn es regnet, bin ich geschützt, bei Sonne auch, und dann kann ich meinen Schlüssel suchen. Und dann sehe ich aber schon hier an diesem Fenster, ich werde nicht ins Dunkle treten, sondern innen ist es auch noch hell, es ist angenehm. Und ich komme da in ein angenehmes Treppenhaus. Und was hier an diesem Fenster sehr schön ist, na, ich sehe, das ist vermutlich ein Zimmer, ein Wohnraum könnte es sein. Und ich habe oben einen Lüftungsflügel, den kann ich offen haben, auch wenn es regnet. Ich habe hier abgerundete, quasi eine abgerundete Nische, so dass möglichst viel auch noch flache Sonne. In Berlin haben wir diese Winter, wo wir wenig Sonne haben, auch noch flaches Sonnenlicht möglichst in den Raum hineinkommt und sich nicht an der Kante bricht. Ich habe daneben ein kleines Fenster und sehe, ja, das ist vermutlich eine Toilette oder ein Bad mit Licht von außen. Und das ist bezahlbarer Wohnraum. Und was es vor allem ist, es ist mit unendlicher Liebe gemacht, für jedes Detail. Es ist mit ganz einfachen Mitteln für den einfachen,
ja, vielleicht Arbeiter, Arbeiterin damals, ist durch dieses Farbspiel und dieses Überlegen, dass ich den beweglichen Teil des Flügels gelb mache und den festen Teil rot, wird das noch filigraner und schöner. Oder wenn man sich diese Türe anguckt, wie fantastisch ist das? Die hat einen schwarzen Rahmen und dann diese rote leuchtende Türe wieder mit den Fenstereinteilungen und alles ist in wunderschönen Proportionen natürlich nach dem goldenen Schnitt und es kostet nicht viel. Und das ist das, was ich meine mit Baukultur, diese Hinwendung, dieses Aufgehobensein und das Gefühl haben, da haben sich Leute Mühe gegeben, dass es mir gut geht. Und wenn ich an einen schönen Ort komme, fühle ich mich selber auch schöner und besser. Und das muss Architektur leisten.